Gold und Kohle fehlt doch ein bisschen. Ausgebaut. Befestigung ausgebaut. Zwei Pater anheuern für die Sektoren dann. Naja, wie gesagt, Gold und Kohle fehlen noch ein bisschen. Warum wandern hier die Steine eigentlich so komisch in der Gegend rum? Warum wird das Wohnhaus nicht gebaut? Hä? Ich kapier's grad nicht. Achso, die beiden nach hinten bitte. Er fängt mit dem Handel an. Er hat eine Händlergilde überhaupt? Wenn ja, wo hat er diese? Da hat er diese. Na toll, es ist der Brunnen errichtet. Pater senden wir mal dahin, um das Gebiet zu verteidigen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Gebäude wurde ausgebaut. Dann greifen wir mal jetzt an.
Ich schicke am besten noch gleich Unterstützung los. Auch wenn sich meine Truppen bis jetzt gut halten, eigentlich. Aber hier kann er ja nicht so leicht eindringen. Hier muss ich eher verteidigen. Das Ding einnehmen und wir haben das Schlimmste geschafft. Und ja, wenn wir jetzt gleich die Belohnung kriegen, nehme ich Steine. Auf jeden Fall. Ihr erschließt neues Land, mein Freund? Großartig. Ihr habt die Marodeure vertrieben und den Weg zum Kloster des Handwerks freigemacht. Scheut euch nicht, das dort ruhende Wissen seiner Technologien zu erforschen. Ihr habt euch Zugang zu einem Kloster verschafft, der uns, selbst wenn es euch gelingt, ein paar völlig überbewertete Technologien zu erforschen, habt ihr nicht die Spur einer Chance gegen Baldurus und mich. So, unser Militär mal wieder aufbauen. Was machen der ihre Kirchen? Nichts Besonderes. Jetzt hoffe ich, dass die letzten Steine bald ankommen, die ich noch brauche für die Händlergilde. Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. Okay, wir könnten die Kaserne ausbauen, wir könnten einen Bischofssitz. Ja, machen wir erstmal die Kaserne, das ist am wichtigsten. Da kommen die letzten beiden Steine, das heißt, bald wird meine Händlergilde gebaut. Das heißt, ich könnte es noch schaffen. Sanctus, 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 Sanctus.
So, neue Soldaten für meine Armeen. Exzellent. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Okay, 4-2 gleich noch oben drauf. Noch 6. Nee, es wird groß geforscht bei uns. Händlergilde ist errichtet. Händlerzeug hat jetzt gerade Vorrang mal. Kurzzeitig. Da kommen die Klamotten. Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Mal sehen, bringt das gleich in die Händlergilde oder müssen wir noch kurz einen Moment warten? Nein, er bringt das gleich in die Händlergilde. Erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. So, und hier noch einen. 2 Prestigepunkte, yay. Yeah. Das und das erstmal. Dann machen wir jetzt erstmal den Drill. Und können Handel wieder ganz nach unten schieben. Ja, Nahrung fehlt halt. Und wir können jetzt Fischer schon mal bauen, weil wir kriegen ja erstens Boost.